freundliches Hallo und herzlich willkommen hier in der Metro. Ja, damit wäre es dann auch gewesen, einen komischen Akzenten. Willkommen zurück, würde ich sagen. Wir hatten ja letztes Mal ja nicht so viel Erfolg. Beziehungsweise schon Erfolg, aber... Oh. Naja, wir wurden ganz gut weggefetzt, sagen wir es mal so. Ätzend, ey. Richtig, richtig ätzend. Ich mag hier gar nicht weitergehen. Aber wir haben letztes Mal ja auch nicht so viel entdeckt. Das heißt, ich könnte wirklich gucken. Bastardviecher, ey. Hier ist zu, okay. Ja, stirb, Mistviech. Niemand legt sich mit Artyom an. Stirb, Missgeburt der Hölle. Ich muss hier. Mist, ey. Ich hoffe, über sie kann es diese verdammten Löcher. Da war eins. Habt ihr das eben gesehen? So ein Mistviech. Ja, yeah, Mistviech. Stirb. Noch eins. Ja. Yeah. Ich mache euch alle platt. Denke ich mir jetzt und gleich kacke ich mir in die Hose vor lauter Aufregung. Sehr geil. Ja, da kommt eins. Ah, da verzieht es sich schon. Hat Angst vor mir. Oh, verdammt. Feuer im Loch. Okay, wahrscheinlich so und so viele Viecher von denen töten. Denke ich mal. Ah, wenn das die wenigstens verschrecken würde, ne? Das wäre ja richtig cool, aber. Leider tut es das nicht. Wir müssen jetzt nur gucken, dass wir irgendwie nach rechts weiterkommen. Vorbei an den ganzen Löchern. Missgeburt aus der Hölle. Missgeburt aus der Hölle. Schnabbadabadabdada. Mistviecher. Zieh dich, ey. Ich laufe einfach weiter. Was? Wer weint denn da? Onkel, Onkel, komm schon, steh auf. Wir werden gefressen. Bitte, wach auf. Oh nein, der arme Kleine. Lass uns zu Mama gehen. Du hast gesagt, du bringst mich zu Mama. Du hast es versprochen. Hau ab, lass mich in Ruhe. Mama hat gesagt, ich soll nicht mit Fremden sprechen. Bitte, Alter. Onkel, bist du verletzt? Oh, Scheiße. Der arme Kerl. Er wacht nicht auf. Ich glaube, er ist tot. Oh je. Er ist tot, oder? Wie komme ich jetzt nach Hause? Armes Kerl. Du nimmst mich mit? Klar. Ich kenne dich gar nicht.
Aber wenn nicht, werde ich wohl von den Monstern gefressen. Ich passe auf dich auf, Kleiner. Keine Panik. Du hast eine Waffe? Okay, dann sollte ich wohl mit dir gehen. Oh, das ist ja richtig schlimm. Du kannst Monster erschießen, oder? Ja, auf jeden Fall kann ich das. Okay, mein Name ist Sascha. Du schießt und ich gebe dir Rückendeckung. Okay. Ich hasse es, meinen Onkel hier zu lassen. Ich habe meinen Onkel besucht. Er wollte mich nach Hause bringen, als die Monster kamen. Sie sprangen ihn an. Er begann zu schießen, aber dann hat ihn ein großer Nosalis ins Genick gebissen. Aber Onkel ist wirklich stark. Er hat ihn mit dem Messer getötet. Du siehst nicht so stark aus wie Onkel. Ich werde dir helfen müssen, sonst werden wir beide gefressen. Ist okay, ist okay. Ich verlasse mich davon und ganz auf deinen Rat. Und auf deine Hilfe. Achso, ich kann die Gasmaske, glaube ich, abnehmen. Weil wenn er keine trägt, werde ich auch keine brauchen, denke ich mal. So, mal aufladen. Ja, besser ist es. Da! Mistviecher, ja. Schon mal ganz gut. Ich darf sie nicht anfassen, aber da ist Moon in dem Schrank. Mit dem da. Okay. Der ist verschlossen, dann muss es garantiert irgendwo einen Schlüssel gegeben haben. Den man scheint übersehen. Oh, das mit dem Kind. Ich finde sowas immer ganz dramatisch, wenn halt Kinder damit reingezogen werden, ne? Das ist so. Ich weiß nicht, das tut mir so leid, weil dieser kleine Junge, der. Ich habe auch eine Waffe. Sie ist an einem sicheren Ort, bis ich alt genug zum Schießen bin. Aber du kannst sie dir leihen, wenn deine kaputt geht. Okay, das ist aber lieb, Kleiner. Aber ich möchte deine Waffe nicht haben. Danke trotzdem. Hey, da kommt einer von hinten angekrochen. Wo sind die denn alle? Hey, pass auf, da ist ein Loch! Die Leute sollten hier drin keine Granaten werfen. Mama sagt, die Decke ist schwach und könnte einstürzen. Ja, das glaube ich auch. Boah, wie weit geht denn das noch? Ist ja ganz gut, dass man mit dem Kleinen hier so weit rennen kann. Verlassen wir wirklich die Station? Ja, tun wir. Cool. Ich war noch nie in den Tunnels. Mama sagt, dort ist es unheimlich und Kinder verschwinden. Ja, das stimmt. Mama sagt, wenn Kinder zu weit in die Tunnels gehen, fangen die Mutanten sie und fressen ihre Gehirne. Und dann werden die Kinder auch Mutanten. Wow. Was ist das da oben? Moment. Onkel hat mir mal ein Bild gezeigt. Der Himmel. Das ist der Himmel, oder? Jupp. Wie eine bemalte Decke. Ich werde berühmt. Ich habe den Himmel gesehen. Ach, süß, der Kleine. Ja, aber ist ja so, ne? Man muss sich das vorstellen, ne? Klein, hilflos, hat keine Chance, sich zu wehren und sitzt dann da und ist dann total einsam und verlassen und... Oh, schlimm. Ganz, ganz schlimm finde ich das. So, mal Seite schieben hier. Ja, wir schaffen das, Kleiner. Meinst du, wir können ganz bis zum Himmel hochklettern? Ja, ich glaube nicht bis ganz hoch, aber bis fast hoch. Ich versuche zumindest so weit wie möglich. Ich versuche auf jeden Fall... Moment, so hoch wollte ich doch gar nicht wirklich. Lass mich nicht fallen. Ich versuche auf jeden Fall, so weit zu kommen, dass wir deine Mama erreichen. Ich werde dich auf keinen Fall fallen lassen, brauchst du keine Angst haben. Ah, okay. Da. Ich höre, glaube ich, deine Mama. Da. Mama, das ist meine Mama. Gehen wir, sie sucht nach mir. Lass mich gehen, lass mich zu ihr gehen. Danke.
Haben Sie eine Ahnung, wie viel der Junge bedeutet? Ja. Sein Vater ist uns allen wichtig. Okay. Und wenn sein Sohn gestorben wäre, hätte ihn das umgebracht. Onkel ist tot, Mama. Aber dieser Mann hat mich getragen. Auf seinen Schultern. Erledigt. Ich habe ihm geholfen, die Monster abzuschießen. Kein Ding. Oh Gott. Mama, ich habe den Himmel gesehen. Danke, dass Sie meinen Sohn gerettet haben. Habe ich gern gemacht. Das kann ich nicht wieder gut machen. Du brauchst mir nichts geben. Nehmen Sie diese Patronen. Nein. Wenigstens etwas. Behalt das. Das Wichtigste ist eigentlich, dass dein Sohn lebt und dass du eure Familie wieder zusammengeführt hast. Deshalb. Ich komme einfach mal mit. Tja, dann mach's gut, Kleiner, ne? Und pass schön auf dich auf. Die schwarze Station ist nicht weit von hier. Okay. Aber der Tunnel führt in die andere Richtung. Sie müssen an die Oberfläche. Seien Sie vorsichtig. Neue Monster sind hier aufgetaucht. Hm. Faschisten. Sie haben in dem zerstörten Gebäude draußen einen Posten errichtet. Auf dem Platz finden Sie eine U-Bahn-Kreuzung, die zur schwarzen Station führt. Die Jungs werden Sie rauslassen. Ich wünsche Ihnen viel Glück, Ranger. Ah, wunderbar. Dankeschön. Tja. Muss mal gucken, was wir hier Schönes finden. Schauen, was wir hier noch haben, ob ich irgendwas finden kann. Hallöle. Oh. Der beste Wechselkurs in der ganzen Metro. Was hast du denn hier? Munition? Hm. Ah, kaufen wir mal ein paar für. Ah, ich denke, das hier. Ah, so ist das in Ordnung. Okay. Ja, kann ich. Sonderangebote, Rabatte, beste Waffen von den Spielern. Ja, was ist denn schönes? Ach, nichts Neues, okay. Dann nutze ich das nicht für mich. Und ihr hier? Kommen Sie durch! Ich hätte gerne auch so eine Schutzrüstung. Irgendwie sowas Fettes und irgendwie so zwei, drei von euch, die mitkommen. Warum muss ich das immer alleine machen? Das ist ein großes, schweres Tor. Das schneit anscheinend. Oh, da geht's nach draußen. Ich will aber nicht raus. Oh Mann, ey. Ätzend. Vor allem alleine. Hm, doof. Ich ging wieder nach oben, in die finstere Welt des postapokalyptischen Monsters. Ich wurde in der Lochstation vor einer neuen Gruppe Faschisten an der Oberfläche gewarnt. Aber ich wollte den letzten Wunsch des toten Kommandanten erfüllen und seine Nachricht zur Polis bringen. Ja, man sollte das natürlich alles so machen, was wir da gehört haben, ne? Diesen letzten Wunsch. Oh. Die Leiter runter. Ach Mist. Die Stelle kenne ich. Scheiße, verdammte Fledermäuse. Bewegung, einer nach dem anderen. Es ist alles mit Eis bedeckt. Passt also auf. Mist. Hier müssen wir wirklich ganz vorsichtig sein. Das heißt, ich nehme doch das mit dem Schalldämpfer. Denn da sind extrem viele von diesen Faschisten. Und wenn die uns erwischen, dann wird's richtig unangenehm. Gehen wir das nochmal durch. Nein. Ihr habt mich nicht entdeckt. Fuck. Scheiße, ja. Und konnte ich mich gerade nicht mehr bewegen? Hm. Könnte vielleicht der Controller gewesen sein. Wieder nach oben, in die finstere. Ja, schon wieder geht er immer nach oben. Ich wurde in der Lochstation vor einer. Müssen wir mal gucken, vielleicht auf der rechten Seite.